Yeah, thank you very much. So, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir laufen jetzt mal ein wenig schneller. Wir haben hier geladen für Emden. Jetzt denkt sich der ein oder andere, Emden. Das ist doch gar nicht auf der Promotz drauf. Richtig. Wir fahren nämlich Tür mach mal zu. Und ich zeige es euch mal auf der Map. Wir fahren nämlich jetzt hier von Valencia. Wir haben hier geladen. Auf die Papiere schauen wir gleich. Hier noch knappe 5 Stunden, also 4 Stunden 14 Minuten bis nach kurz vor Barcelona. Dann geht's weiter. Montpellier, Lyon, Dijon, Metz vorbei. Luxemburg durch Lüttich vorbei, Köln ITL vorbei, vorbei an Oberhausen, auf die A1 Dortmund, Osnabrück bis Richtung Bremen. Bremen fahren wir dann ab, fahren auf die A28 und dann auf die A31 hier nach Emden. Ist das Promotz Add-on? Schauen wir uns mal an gemeinsam. Und wie gesagt, wir fahren hier zu Lidl. Schauen wir mal. Geladen haben wir hier an der Straße. Hier, da wo jetzt der Transporter da steht, sind sie mit dem Stapler rausgekommen. Ja, Karotten 17 Tonnen. Und dann würde ich mal sagen, auf geht die wilde Fahrt. Lass uns loslegen. Wie gesagt, 6 Stunden können wir knapp noch fahren. Wir fahren jetzt diese 5 Stunden. So. Und los geht's. Ja, weil knappen 30 Grad. Biege nach links ab. Mit einem Hubwagen hinten auf dem planen Auflieger. Es gibt nichts Schöneres. Ihr wisst Bescheid. Wir fahren jetzt mal gemeinsam auf die Autobahn und dann werde ich definitiv die 5 Stunden hier bis morgen früh im Schnelldurchlauf laufen lassen. Wir uns den zweiten und dritten Fahrtag komplett geben. Habe ja eigentlich gestern durch die Fähre und dann hier nur noch nach Valencia. Boah. Eigentlich den ganzen Montag verloren. Das hat jetzt auch keiner gesehen. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts.
jetzt mal hier meine Stimme aus. Wir sehen uns dann morgen früh am Mittwoch, wenn wir dann ab da gemeinsam durch Frankreich fahren. Also, bis gleich. So, Abfahrt am nächsten Morgen, Mittwoch, auf dem Weg Richtung Emden. Der Tanker neben uns ist schon weg. Wir haben 9 Stunden Pause gemacht, verkürzte Pause, und fahren jetzt Richtung Dijon. Das ist heute unser Ziel. Vorbei an Andorra, Toulouse. Vorbei oder Richtung Toulouse erstmal dann halten. Kommen natürlich auch wieder einige Mautstationen hier unten. Was natürlich dann Ausfahrt rechts nehmen. Auch blöd ist. Wir müssen doch. Die Ausfahrt rechts. Nee, wir fahren. Geradeaus ist. Problem. Ich finde eine neue Route. Ist korrekt.
Als gutes Frankreich. Normalerweise 90 kann man da durchbrettern. Dann können wir ordentlich Strecke machen. Ihr seht es trotzdem noch oben an der Fahrzeit. Wir haben noch knapp 24 Stunden reine Fahrzeit vor uns. Bedeutet heute die 10er. Dann schaffen wir es immer noch nicht ganz zum Kunden am morgigen Donnerstag. Heißt, wir sind am Freitag erst in Emden. Dann ist für uns die Woche auch schon mehr oder weniger gelaufen. Ich werde diese Strecke hier auch definitiv auf zwei Folgen aufteilen. Bedeutet, dass die nächste Folge dann auch einen Schnelldurchlauf drin haben wird. Denn drei Fahrtage sind dann einfach auch zu viel. Ja, was machen unsere Kollegen, unser Chef und so weiter? Jetzt kommt erstmal eine Mautstation. Da passen wir nochmal ein bisschen auf. Aber stehen bleiben brauchen wir nicht. Jetzt können wir anfangen. Fangen wir gleich mal an mit dem Hermi. Der ist unterwegs in Frankreich auch. Genau gesagt in Bruges. Hat da ein bisschen auch ein Add-on sich angeschaut. Promots Add-on. War eine sehr schöne Abladestelle, meiner Meinung nach. Sehr interessant finde, so kleinere Add-ons sehr schön, deshalb habe ich auch das Emden Add-on jetzt mal mir runtergeladen und möchte mir das mal anschauen. Macht halt die Map deutlich attraktiver. Ja, Hermi hat außerdem einen Jumbo-Auflieger von Krone dran gehabt. Sehr schickes Teil, hat mir gefallen. In einem hellen Grau. Aber was erzähle ich euch da? Das werdet ihr wahrscheinlich alle schon gesehen haben. Dann kommen wir zum Raimi. Der ist unterwegs nach Berlin. Er hat da bei Lidl auf dem Parkplatz den Kampf mit der Rampe gehabt. Das kennen wir ja alle. Ich bin gespannt, wie der Lidl oben, weil wir fahren ja auch zu einem Lidl mit unseren 17 Tonnen Karotten. Bin ich wirklich mal gespannt. Das da oben dann ausschaut. Ihr kennt ja alle Lidl, die Rampen, das sind ja, die haben es immer in sich, aber das werden wir schon hinbekommen, hoffe ich.
Hat dann auf jeden Fall neu geladen bei BayWa für Bremen oder Bremerhaven. Da bin ich jetzt sogar überfragt. Verwechsel es eh öfters mal. Auf jeden Fall geht's dann für ein Raimi mit Rindfleisch weiter in den Norden. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, Raimi. Mach weiter so. Ja, Stefan, der ist im Libanon angekommen und fährt jetzt da retour nach Salzburg. Ja, hat da ein bisschen die Fahrzeit überzogen, weil er sich nicht mitten in der Pampa da reinstellen wollte. Das ist verständlich, da unten, da war nämlich einiges los mit Checkpoints und, also wirklich einiges los. Wie gesagt, der fährt jetzt da retour nach Salzburg, da bin ich auch mal gespannt, was da kommt, weil Stefan da extra unbedingt hoch nach Salzburg sollte, da tut sich irgendwas. Da sind wir mal gespannt, was sich da in den nächsten Folgen alles so ändern wird. Freue ich mich schon drauf, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, dann kommen wir zu unserem Schreiberling, der Harry. Wie gesagt, Facebook-Seite HM Brands, vorbeischauen, nichts verpassen. Immer wieder schöne Stories. Hat jetzt auch auf dem Weg von Spanien ist er dann nach Deutschland gefahren. Hätten wir das früher gewusst, da hätten wir vielleicht im Konvoi hochfahren können. Aber vielleicht trifft man sich ja auf einen Kaffee, wenn er retour fährt. Denn die Dispo, die schickt den Harry ganz schön rum. Da war Spanien, dann in Norddeutschland unterwegs, ist dann nach Finnland hochgefahren, dann mit der Fähre zurück nach, oder jetzt halt dann über Deutschland, Frankreich, zurück nach Spanien. Der Mann, der macht ganz schön Kilometer, der musste auch in Deutschland nochmal zu einem Sattler, weil sie die Plane vom Harry aufgeschlitzt haben. Aber alles schön und gut. Mittlerweile ist er da jetzt auch schon wieder auf dem Weg Richtung España. Vielleicht, wie gesagt, wir halten die Augen offen, fährt er uns hier entgegen. Vielleicht kommt auch irgendwie der Anruf, dass wir uns Höhe Köln bei der IDL oder treffe und kurz mal einen Kaffee trinken. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, mal zu quatschen. Ja, das war es eigentlich von der HM Brands. Dann kommen wir zum Wusel. Der ist mit einer Segeljacht unterwegs nach Polen, um genau zu sagen nach Landsberg unterwegs. Fährt auch hier quer durch Frankreich, war ja auch in Spanien. Das wäre auch ein Kandidat gewesen, um einfach mal im Konvoi hier hochzufahren. Aber gut, so ist das Geschäft. Da geht es auch ab und zu einfach mal
knapp aneinander vorbei. Oder besser gesagt noch knapp einfach nicht aneinander vorbei, aber voreinander her. Ja, und so haben wir jetzt noch knapp 1500 Kilometer bis zu unserem Bestimmungsort. Oh, schnell weg hier, bevor uns der Tanker da drüben um die Ohren fliegt von den anderen Kollegen. Weiß ich jetzt gar nicht so viel. Der liebe Michimeda fährt von Catania hochwärts. Bin immer gespannt, wo er hinfährt. Der liebe Michi Amon hat seinen neuen Zug abgeholt, also seinen neuen Auflieger in seinem Rot. Jetzt auch ein paar Touren fahren. Der Rockel, der fährt Richtung Ukraine. Ist von Russland ja nach Italien gefahren und wieder zurückbeordert worden. Sind wir mal gespannt, wo es dann da bei ihm hingeht, weil der macht auch ganz schön Strecke. Ja. Auch an alle anderen Kollegen, die jetzt vielleicht irgendwie vergessen habe. Liebe Grüße, halte die Stoßstange sauber. Man hört und sieht sich. Und da vorne kommt schon wieder eine Maut. Hauen wir mal den Radar da rein. War mir fast klar, dass der blaue Affe da einfach vorzieht. €30. Wahnsinn. Aber so ist es im Moment mit den laufenden Kosten als Unternehmer. Gut, wir sind nur Fahrer. Einer Spedition, aber was da auch in Real Life gerade abgeht, das ist Wahnsinn. Tankrabatt läuft aus, Prognosen werden bis zu 30 Cent teurer für Diesel. AdBlue wird auch knapp. Ja, da fragt man sich schon, wie es der ein oder andere Unternehmer dann wirklich schafft, sein Unternehmen am Laufen zu halten. Und das Transportgeschäft ist einfach eine der wichtigsten Branchen überhaupt, die auch einfach wahrscheinlich am unterschätztesten, die unterschätzte Branche, die es eigentlich gibt, Transport und Logistik. Aber gut, schauen wir mal, was da kommt. Ändern kann man da eh nichts. Und wenn man zu viel drüber nachdenkt, bekommt man da wahrscheinlich auch noch graue Haare. Oder die fallen ganz und gar aus. Bitte links halten. Apropos tanken. Tanken müssten wir auch bald mal wieder. Pro Kilometer 34 Liter auf 100 Kilometer. Das geht eigentlich.
Was verbrauchen wir denn im Moment? 26 Liter. Das passt auch noch. Da werden wir heute Abend an der Tankstelle definitiv tanken. In der Nähe von Dijon. Wenn die 10er Fahrzeit das natürlich auch zulässt. Wir bleiben gleich da, weil da kommt ja mal wieder eine schöne Mautstation. Also die ist hier unten schon rar gesät. Wie es dann weitergeht, ob ich dann in Emden oben Wochenende mache, glaube ich nicht. Wir werden am Wochenende wieder fahren, wo es genau hingeht. Das kann ich leider noch gar nicht so behaupten oder sagen, weil auch einfach von der Dispo bis jetzt noch nichts kam. Aber die haben ja auch noch Zeit. Ich meine, jetzt ist Mittwoch 13 Uhr. Wenn wir jetzt hochrechnen, fahren heute bis knapp 17 Uhr die 10er. 10er Fahrzeit. So, jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Richtung Lyon müssen wir. Wenn uns der Kollege hier drüben reinlässt. Danke. Ah, schön, die französischen Alpen sieht man da. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Mittwoch 13:30. Die Hälfte der Woche ist geschafft. Dann schätze ich fast, dass wir ja dann unsere normale Pause machen werden morgen. 7 Uhr weiterfahren, 8 Uhr. Kommt davon, wann wir jetzt dann letztendlich wirklich am Parkplatz ankommen. Und wenn wir den kompletten Donnerstag fahren, bis, ich schätze fast, irgendwo auf der A38, fahren wir am Freitag Nachmittag dann in Emden ankommen. Wenn wir dann wahrscheinlich auch noch so 2-3 Stunden, ne? Vielleicht auch, sagen wir mal, 2-5 Stunden Fahrzeit haben am Freitag. Und bis dahin wird sich schon die Dispo gemeldet haben. Ich hoffe bloß, dass die Dispo mich nicht auch wieder runter nach Spanien schickt. Weil den Linienverkehr, den kann, das kann ruhig der Harry da machen. Zwischen Spanien, Finnland, hin und her. Das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, das ist, der Harry hat es in seiner Story geschrieben. Knappe 4.400 Kilometer. Ich habe gedacht, bei 2.000, was waren es, glaube ich, insgesamt? 2,2 oder 2,7, irgendwie sowas, habe ich gedacht, war ich schon. Ach, die können alle wieder nicht fahren, Wahnsinn.
muss mit den 40, ja, und da hat's gerammt. Drauf, einfach nur drauf. Ihr habt doch anders Schaden. KI, ihr seid echt blöd. Wahnsinn. Das mit 40 dann auf die linke Spur ziehen. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, mit meinen 1000, sage jetzt einfach mal 500 Kilometer, was das da waren. War schon einiges, aber der Harry, der hat nochmal einen draufgesetzt. Gut, war wegen Fähre dabei, aber das ist schon ein Stück. Also, wenn wir mal die Chance über unseren Fuhrpark zu quatschen. Letztes Mal haben wir über ein Raimi sein Astra F geredet, was ja wirklich der Showtruck der HM-Brands ist. Das ist ein Wahnsinnsteil. Dann haben wir ja den DAF XG Plus, der Harry fährt den ja. Da, wenn ihr den mal sehen wollt, wie gesagt, HM-Trans-Seite. Da kommt ihr dann über die HM-Trans-Seite auch auf den lieben Harry. Sein DAF, der sieht auch wirklich schön aus. Dann der Chris Meyer, der kommt bei mir immer ein bisschen zu kurz, aber das liegt einfach darauf, dass er auch ziemlich kurze Story schreibt und unregelmäßigen Abständen, lange Zeit mal nichts hört, mehr. Dann hört man mal wieder was. Jetzt müssen wir nur aufpassen. 70. Jetzt haben wir uns verfahren. Einwandfrei. Aber da gibt es ja die Hermann Impunkt Gedächtnis. Tasten. Route neu berechnen. So. Weiter geht's. Wie das mal richtig fahren ist, wir schauen mal auf die Map. Erstens, wenn wir jetzt hier irgendwo lang geguckt. Nee. Das, ich frage mich eh, warum uns das Navi so schickt und nicht eigentlich so. Ja, okay. Das wären 1 Stunde 29, jetzt fahren wir 2 Stunden 9. Das Navi will mich doch wieder. Naja. Okay, wir fahren los. Egal. Ja, wie gesagt, tanken müssen wir. Wenn wir auch gut. Fahren wir Genf-Lyon vorbei und dann ist Deschamps Pause für heute. Ja, wir waren beim DAF XG. Ich bin ja, wie gesagt, ein großer Fan davon. Trotzdem muss ich einfach sagen, der HM XG gefällt mir trotzdem. Aber auch der, okay, lass uns eine neue Route finden.
der, oder die beiden MAN, die, der Hermi und der, der Hermi fährt den 20er DGX. Ein schönes, schlichtes Fahrzeug. Bitte links. Da ist der, der Chef derjenige fast, der am einfachsten unterwegs ist, weil den Stefan sein MAN, der hat ja auch hier und dort ein paar Lämpchen dran, aber auch das muss ja jeder selber wissen. Ein bisschen Stadion von Lyon, wenn das das Stadion ist, Olympique Lyon. Sie im Moment Boateng spielen. Aber gut, anderes Thema. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Ich weiß, glaube ich, warum wir hier lang fahren, weil die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Wenn die ganze Baustellen hier unten nicht wären, dann würde es sich auch echt schön fahren lassen, weil du kannst ja wirklich, gut, jetzt geht es ein wenig berg hoch, da muss das Ganze ein bisschen ziehen, aber da kannst du einfach mal 90 laufen lassen. Paris de Jean, da müssen wir lang. Heißt, wir müssen rechts rüber. Bitte rechts halten. Die Holländer sind auch schon wieder unterwegs hier vor uns. Stahlkolz. Da kenne ich mich auch ziemlich gut aus. Da war ich mal in der Branche ziemlich drin. Und ich kann euch sagen, so wie sie da auf dem Krone-Auflieger auf dem Flachbett geladen sind, würde mir nie im Leben würde so ein LKW eine Firma verlassen, die mit Stahlkolz handelt oder mit denen die Leute da zu tun haben. Nie im Leben. Aber wenn so ein Ding mal ins Rollen kommt, dann war und es Richtung Führerhaus rollt, das sah dann so aus wie ein Führerhaus. Das verspreche ich euch, also da bleibt dann nicht viel übrig. Jetzt müsste auch eigentlich bald unser Parkplatz kommen. Normalerweise, wie gesagt, werden diese Coils unter, da gibt es extra Coilmulden Auflieger unter Plane. Da werden die dann längs reingestellt. Also heißt das Loch schaut Richtung Fahrerhaus, Führerhaus, und ja, da wird es meistens gesichert mit Ketten. Die Ketten sind dann durch das Keulloch gespannt. Oben drüber gehen ja meistens noch Spanngurte,
Kommt drauf an, meistens viele Kreuz, die aus Asien kommen, die sind dann eh 20 Tonnen Stahlkreuz, bedeutet eine auf dem Auflieger und das war's. Kommt es dann immer auf die Ladungssicherung an, kommt es meistens. Aber gut, wir machen jetzt hier Feierabend. 17 Uhr, ja, 15 passt. Unsere 10er Fahrzeit gut ausgenutzt. Dann bedanke ich mich definitiv hier fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier, wenn es weitergeht. In diesem Sinne, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer JJ. Ciao, ciao.